Obrigado, Costa Cobano, Brasiliano Uli oder so. Ich habe leider kein Portugiesisch gelernt in meinem Leben bisher, deswegen einfach mal willkommen in Brasilien, liebe Radsport-Enthusiasten. Vier Radsport-Enthusiasten. Ja, hier die wirkliche bekloppten Haufen mit dem Stormy. Aloha. Dem Shadow. Hallo. Und dem Bacon. Okay. Und Bacon. Ich versuche mal vernünftig zu fahren. Klappt ja, das versuche ich auch. Klappt auch nicht so ganz hier. Bacon. Konzentrieren. Bacon fahren. Fahren. Oh, ist aber schön Schatten. Und die roten Reifen sind die schnellen Reifen. Ja. Naja, auf der Strecke mit Lila, Alter. Ich glaube, da würdest du genau das machen, was ich jetzt gerade gemacht habe, nämlich nur neben der Strecke rumeiern. Ich war auch schon neben der Strecke. Ah, das ist kein gutes Qualifying. Absolut nicht. Der Motor hat gerade gefurzt, soll das so? Ja, aber wirklich. Schade, dass du dich aufnimmst. Allein wegen der Szene hätte ich mir jetzt angeguckt. Also ich hatte jetzt keine Bildlatenz. Vielleicht war es so eine Tonlatenz. Keine Ahnung, was das jetzt hier kommt. Ich habe immer Latenz im Kopf. Ja, das ist ja normal. Da müssen wir alle mit leben. Wie war das überhaupt Brasilien bei der Einfahrt, bei der Boxeneinfahrt? Muss man da... Wo wird der Shadow? Ich fahre die Boxeneinfahrt nie. Oh. Außer in Monaco. Was? Ich habe die Frage nicht verstanden. Muss man in Brasilien bei der Boxeneinfahrt, muss man davor bremsen oder übernimmt der Computer recht? Ah. Ich würde da nicht mit 300 reinbrettern. Okay. Oh. So sehe ich das doch gerne. Okay. 1, 2, 3. Ja, so sehe ich das auch gerne. Kann man machen. Ich sag mal eins, nach der ersten Kurve werden wir nicht so rausgehen. Übrigens, ich habe eine Theorie, warum der Shadow jetzt immer so abzieht. Der hat bestimmt hier im Controller diesen Widerstand da rausgeschraubt. Der kann jetzt doppelt so viel Gas geben. Genau. Je fester man die Tasten drückt, umso schneller ist das Auto. Kannst du jetzt tiefer reindrücken, deswegen kannst du mehr Gas geben. Ah ja, tiefer finde ich gut. Oh ja, immer. Heute gibt es viele Autos. Ach echt, Jeff? Wow! Der Intelligenzbolzen, Alter. So. Was? Ich soll in der 8. Runde rein, weil wir nur 10 Runden fahren? Was ist das für Quatsch? Nein. Ich soll in der 7. rein, das sind 18, glaube ich, wieder. Ja, weil das so schnell ist hier. Achso, das macht ja wohl Sinn. Oh Gott, die sind alle vor mir, Hilfe, geht weg. Wow, der Vettel schon wieder, ne? Ja, danke, warum danke, Vettel. Geht weg. Wow, ey. Warum ich bremse? Weil ich da eine 90-Grad-Kurve habe, wenn ich innen bin. Boah. Alle haben es gesehen, der Bacon habe ich gerade ein Feuerwerk beschossen. Nein. Ja, aber so richtig. Hass. Ein riesen Funkenregen. Einfach nur Hass, Leute. Das hatte ich noch nirgends gesehen. Okay. Tommy, schütte uns dein Herz aus. Ach, Vettel mal wieder. Was auch sonst, ey. Ohne Scheiß. Bottas, könnte es auch sein. Nee, diesmal war es mal wieder der Vettel. In guter alter Tradition. Hat er mich voll weggestummt. Keine Ahnung, die Riesenkurve nach Startziel habe ich sowas von ausgekostet. Hat keiner gesehen. Ja, ist gut. Hast du gerade den Vettel getötet? Nee, ich habe mich an ihm vorbeigequetscht und ich habe bei anderen Rennen dafür schon ein Resulting gefälschte Rückaufholen bekommen. Okay. Versuche ich das jetzt mal verstanden. Dominik, was machst du? Ich sehe, dass du hinter mir bist und versuche dich zu verwirren. Dass ich noch lebe, ist ein wahres Wunder gerade. Bring mich bitte nicht um! Ich darf Empfehlung aussprechen. Ich darf Empfehlung aussprechen. Shadow Bacon, schaut euch meine Aufnahme an. Die erste Runde. Reicht schon. Mehr braucht ihr gar nicht gucken. Wow. Wow, ja, natürlich! Was macht ihr denn da vorne? Vorsicht, ich komme recht, Shadow. Da hast du mich echt abgedrängt. Ich bin einfach auf die Strecke wieder gefahren. Ja, wenn du auf die Strecke fährst, wenn du runtergefahren bist, dann musst du aufpassen. Ja.
Konzentration gerade beim Fjalk? Ich hab da einen Shadow hinter mir. Okay, das ist ein Grund, sich zu konzentrieren. Ich mach dem alles nach. Echt? Das wollte ich auslösen. Hammer ins Gras. Oder in eine Wand. Ich fahre jetzt einfach mal auf die Boxeneinfahrt zu und dann ziehe ich im letzten Moment rechts rüber, aber sag's mir vorher nicht. Ah. Der diabolische. Oh nein, jetzt bin ich in der Box! Fände ich lustig, wenn es der Wahrheit entspräche. Oh, Jeff hat mich gelobt. Okay, alles klar. Alter! Hamilton! Dann kann Hamilton vielleicht. Vettel wird mich töten! Also eventuell ist Hamilton unschuldig. Prinzipiell. Ja, nee, er stand gerade mitten auf der Strecke, ganz nah zur Ideallinie, wo ich gerade kam. Ja. Eventuell hat er daran nicht die Schuld, dass er so stand. Ja, das ist schon okay so, aber ich habe mich halt saumäßig erschreckt davor, dass da plötzlich ein Auto mitten auf der Strecke steht. Und bin sehr weit außen rumgefahren. Wortwörtlich durch die gesamte Kurve durch. Das ist schon das zweite Mal. Ah, okay. Ich verstehe schon. Bacon hat mal wieder gebumst. Der macht er in diesem Rennen oft. Der Bacon ist der Hulk von F1 2017. Ohne Witz. Bacon Smash. Eigentlich müsstest du ein grünes Auto fahren. Mit lila Schlappen drauf. Ah, vielleicht bestätige ich doch nicht die Änderung. Ach, scheiß drauf. Guck mal eine Runde lang, wie es geht. Okay, die Kurve am Ende Startziel, die ich eh schon mal verkacke, wird nicht leichter damit. Ist nicht alles verloren. Wann fährt man eigentlich rein? 8 war das, ne? Ja. 7. Bei mir ist 8. Ja, fahr ich einfach eine Runde früher rein, um die 6. Shadow, du fährst 7 rein? Ich lege mir gerade eine alternative Strategie vor und ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, ob ich nachsehen will. Ja, mach mal. Nee, Regen ist ja nicht angesagt. Ich bin schon. Was? Mir sagt er gerade auch was von einer alternativen Strategie. Jetzt schon in der 15. 10 Minuten abklingen, es regnet. Hä? Wetterbericht. Ich soll jetzt in der 5. schon auf gelbe wechseln. Im Moment kein Regen. Ja, die so. Oh, ich hab das anscheinend bestätigt aus Versehen mit Reden. Ja. Normal geht Sprachsteuerung bei mir nicht. Ja, aber kannst du ignorieren. Oh, schnellste Runde, sehr schön. Solange es nur ein Reifenwechsel ist, kannst du es komplett ignorieren. Okay, ich bleib draußen. Oh. Alter, was? Keine Strafe dafür? Okay. Na gut. Nicht beschweren. Einfach hinnehmen. Grad sowas von die Boxenlinie überfahren und trotzdem. Der Fjalk hat jetzt, glaube ich, auch Nitro angemacht. Das ist die pure Angst, die mich hier vor dir her scheucht. Vielleicht hast du auch einfach einen kaputten Flügel. Nope. Ich fahre einfach. Scheiße. Wie wir alle. Immer. Zu jeder Zeit. Wenn ich jetzt wieder die ganze Zeit hier im Gebälk rumfahre. Ne? Du musst diese Runde reinkommen, sagt er mir. Na gut. Jeff, ich vertraue dir. Ist ein Fehler, aber ich mach's. Keine Ahnung warum. Das Geile ist, ich bleibe immer noch die ganze Zeit innerhalb der Sekunde auf Bottas. Obwohl ich gelben Flügel habe. Gut, ich fahre auch die ganze Zeit fett, weil ich, wie auch schon in den letzten Rennen, einfach ein bisschen mehr Schritt an den Start gegangen bin. Oh, ich bin jetzt 18. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, das ist ja an sich klar, wenn du nicht in die Box gehst.
Jeff hat gesagt, das ist eine gute Idee. Jeff trinkt auch. Das ist auch eine gute Idee. Irgendeiner steht vor Start-Ziel. Ich bin's nicht. Nee, ein NPC ist das. Meine Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, gehe ich jetzt auch rein und wechsle früher auf Gelb? Okay, kurz vor der Boxeneinfahrt links steht einer. Oder rollt vielleicht auch, weiß ich nicht. Ist jedenfalls ganz links an der Bande gewesen. Du kannst aus dem Mit ordentlich. Er ist in die Box reingefahren. Die Box fahren. Oder? Nee, das ist Bacon gewesen. Ja, okay. Ich mache jetzt mal regulären Boxenstopp inklusive Flügelwechsel. Hülkenberg scheint das gewesen zu sein, der das Problem hat. Boah, ich komme nicht an die Leute ran, ey. Ach, stimmt, Brasilien ist ja die entspannte Boxenausfahrt, wo man... Ja, wo man eine halbe Runde in der Box fährt. Ja, vor allem, wo du ja nicht fahren musst, wo ja der NPC fährt. Jetzt kommt wieder der kritische Teil für mich. Ich hab Autos vor mir. Ja, tut mir leid, Dominik, was da... Aber ich war einfach nur froh. Ich wollte eigentlich nur wieder auf die Piste und wieder versuchen, Kontrolle über das Auto. Ich soll jetzt am Ende der Runde rein. Ich gehe jetzt rein. Ja, ich gehe jetzt rein. Gut. Ich habe da einen weggeboxt. Ich hab vergessen, wer es ist. Hamilton, glaube ich. Boah, Alter. Oh Gott. Ist das richtig? Soll ich krieg gleich gelbe Reifen? Soll das so? Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Bist ja mit Rot gestartet. Rot und dann kommt Gelb. Dann kommt Grün. Nein, ich wurde gedreht. Yay, schön. Was wurdest du? Schön, ich sehe den Shadow sogar hier. Ich sehe den Shadow auch. Und da vor sich den Jalk oder wer ist das? Das bin ich. Achso, das bist du. Ach nein. Wir drei hintereinander. Ja, ja. Ah, Shadow, wie langsam fährst du denn? Hä? Da ist eine Kurve. Ja, aber du schleichst ja gerade total über den Kurs. Nein! Standard, ne? Krass, ich stelle noch mager runter. Mache ich Fehler, weil der Bacon hinter mir ist. Kannst du jetzt ja auch mal einen Fehler zu machen. Oh, warum fährst du so langsam? Weil ich jetzt aus Fett wieder ausgemacht habe. Jetzt habe ich mich überholt. Hast du das gespürt gerade? Du hast mich ganz schön angedatscht. Also dein Flügel durfte eigentlich nicht mehr ganz halten. Es war nicht angedatscht, das war wirklich... Oh Gott, oh Gott. Das war nur mal so Hand anlegen. Aber jetzt hast du Abstand, keine Sorge. Mal eben die Hand aufs Knie gelegt. Ja, ich war auch kurz davor, bei Twitter einen MeToo-Beitrag zu schreiben. Ein was? MeToo. Ach so, ja. MeToo und ich fand das geil oder so, ne? Hm.
böse Kommentare heute bitte beim Bacon unter das Video schreiben. Es sei denn, ihr regt euch über Shadow. Schreibt auch bei mir runter. Ja. Wegen Algorithmus, ne? Kommentare bringen auch negative, bringen uns nach oben. Und gelöscht werden die sowieso nicht. Ja. Es sei denn, man löscht sie manuell. Ja, richtig, das war eine Sache. Was ich zum Beispiel immer mache, wenn irgendwie Spam-Scheiße oder Beleidigungen kommen, lösche ich die. Mir kackegal, ob ich dadurch irgendwie weniger weit oben bin. Ich bekomme auch mal Leute, die mir anbieten, ein Intro zu machen. Ich bekomme die Leute mit Sub for Sub. Nee, das habe ich nicht mehr. Wobei ich sogar extra in meiner Kanalinformation stehen habe, dass ich diesen Bullshit nicht unterstütze. Ja, aber als ob die Leute sowas... Ja, klar. Aber das... Ja. Bevor die sowas schicken, machen die erstmal für jeden eine halbe Stunde Recherche. Ja, ich gehe schon. Ich scheine das gerade ein bisschen langweilig zu werden. Und hier bist du natürlich gerade hier. Berg, auf welchem Platz bist du denn eigentlich? Das ist ja peinlich. Ich dachte gerade, wieso komme ich denn an keinen ran hier? Weil du Erster bist? Ja. Aber ich habe das echt nicht gerafft. Ich dachte, ich wäre auf dem zweiten oder dritten. Also eher auf dem dritten. Okay, also ich glaube, meine Strategie, man muss ja ganz viel Fett fahren, hat sich bisher zumindest ausgezahlt. Und wenn Dominik schon so früh drin war auf Gelb und ich habe ja erst eine Runde später den gelben Reifen geholt. Ich habe mir zwei Runden später die Reifen geholt, also ich darf auf jeden Fall durchfahren. Ja, ich werde auch durchfahren. Ja, durchfahren ist klar, aber die Reifen vom Bacon könnten was länger besser sein. Ja, keine Ahnung, ob das da jetzt wirklich einen großen Unterschied macht, aber wichtig war mir, ich habe nicht zu früh. Das Lustige ist auch gerade, ich sehe 5, 4, 3, 2 vor mir und dann kommt erstmal lange nichts. Und ich sehe den zweiten gelben Punkt nicht. Der Fjalk ist also mal wieder irgendwo sonst wo. Ich bin 11 Sekunden vor Vettel. Okay. Ich sehe dich aber auch nicht auf dem Radar, wenn die Karte sich dreht. Unten. Ich fahre hier wieder Blödsinn. Versuche die ganze Zeit an den Grosjean ranzukommen und den vielleicht zu überholen. Noch ist alles drin hier. Ich hab's nicht gesehen, ganz kurz. Du kannst uns eine Ansichtskarte schicken, wenn du durch bist. Ja. Bist du leise? Ansichtskarte. Ah, da ist der Fjalk. Oh Gott. Ist ja ewig weit weg. Okay, denn. Also egal was passiert, solange der Fjalk sich nicht rausbombt, komme ich auf den definitiv nicht mehr ran. Nee, ich habe ja auch jetzt den Widerstand rausgeschraubt im Controller. Komm schon. Nachmacher. Boah, Grosjean, lass das! Boah, du dämliches Stück Scheiße. Alter, was ein gelecktes kleines Würstchen, ey. Ich sag's noch. Willkommen bei einem werbefreundlichen Video. Ja. Platzieren Sie hier Ihre Werbung für Deutschländer Würstchen zum Beispiel. Ich hab Angst, ein Storm hinter vor mir. Hör ich zu Recht, ich hab jetzt Hass gerade auf den Grosjean. Brauchst du anderthalb Runden? Ja. Brauchst du anderthalb Runden, um an den Ficker dran zu kommen, dann hast du DRS, schaltest auf Fett um und der schiebt dich einfach weg. Werbung für Haftpflichtversicherung ist ebenfalls möglich. Ja, nein, Jeff, ich mach keine alternative Strategie. Strategie beibehalten. Bacon, ist bei dir irgendwas passiert? Nein. Wieder einen Schlenker gemacht wegen irgendwas oder was? Nichts, was für dich wichtig ist.
Vor allem hat der Dreher auch so viel Zeit gekostet gerade, dass definitiv nicht mehr einzuholen sind für mich. Selbst wenn ich den Croissant doch nochmal krieg. Bacon, Jeff hat mir gerade gesagt, was bei dir ist. Ja. Ach scheiße, ein Team, der Petster, ja. Ja, Jeff hat mir auch gesagt, ich soll eigentlich mal in die Box kommen. Ja, warum tust du das? Nee, ist alles gut. Ich hab ein bisschen Zeit verloren. Gut. Ich hab's gerade auf dem Radar gesehen, dass dein gelber Punkt neben der Strecke war. Ja, ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert ist. Ich habe noch nicht mal Vollgas gegeben beim Rausbeschleunigen. Das war irgendwie so. Ach, Lorik, ich würde dich ja vorlassen, aber danach mache ich, wenn ich hier nicht wegfährt, ist der siebte Platz für mich auch noch möglich. Und dann gebe ich auch den achten noch her. Ihr habt gerade keine Bröckchen fliegen sehen, oder? Nein. Also ich weiß nicht, ob du mir das gefunden hast. Ja, bei meinem Husten, da fliegen immer Bröckchen. Nee, ich habe gerade ein DRS. Ich habe jetzt DRS. Was? Shadowrunner hat die Session aufgegeben. Warum? Was passiert? Ich hab den Bacon überholt. Nee. Wieso hast du... Hä? Hä? Aber, Entschuldigung, ich meine, was ist denn passiert? Also, du warst gerade eben noch hinter mir und dann warst du... Ich hab gesagt, ich hab DRS. Dann hast du gesagt, das ist schön. Und dann war ich neben dir und dann, ja. Also, bei mir warst du nicht neben mir. Ich hatte einen Pfeil hinter mir gesehen und der war auf einmal weg. Tut mir leid. Das gucken wir nachher gerne einmal direkt in der Aufnahme an. Bin ja gespannt drauf, wenn die in 3 Milliarden Jahren rauskommt. Neben mir ein Auto aufkommen. Tut mir leid, also bei mir habe ich dich nicht. Ich habe auch nein. Nichts gemerkt, nicht so wie den einen Bumser vorhin. Ja, vielleicht habe ich auch, weil du... Bist du zumindest ein bisschen links-rechts? Dadurch bin ich verwirrt worden und dann bin ich vielleicht auch hinten drauf gefahren. Und dadurch rausgeflogen. Ja, es kann sein, dass ich mich nochmal wieder ein bisschen gerade positioniert habe. Ja, das halt. Du, da hat's der Bacon wahrscheinlich wieder nicht mitgekriegt wegen falscher Übertragung. Ja, ist dann doof für die Meisterschaft für mich. Ja, für mich war es das jetzt auch. Hä? Was passiert? Na klasse. Oh, der Grosjean, der geht mir so auf den Sack hinter mir. Kommt und einfach so, immer wieder ran. Batterie ändern. Ja, schraub dem bitte vorne einen Betonklotz dran. Darth Shadow ist wieder da. Das verbessert bestimmt sein Fahrverhalten. Hoffentlich komme ich noch an dir vorbei. Hoffentlich komme ich noch an dir vorbei. Du bist nicht so nah hinter mir, ich sehe dich noch nicht. Außer ich fahre ja auch. Ich halte jetzt nur den 11. ein bisschen auf. Also Magnussen stellt sich auch halt ein bisschen blöd an. Also. Schau mal doch mal dem Vergleich zu. Achso, ich dachte, du wärst schon in der Box gewesen gerade jetzt. Deswegen. Der hat ja keine Kamera. Oh, ich sollte vielleicht mal lieber frühzeitig nach links fahren, nicht, dass mich da gleich einer... Oh, hatte ich wirklich gar keinen Flügel mehr. Passiert. Aber müssen sie weniger wechseln, geht sicherlich schneller. Muss mein Ohr jetzt jucken? Hast du niemanden, der dich kratzt? Nee. Oh, Fjalk. Da war das. Ah, jetzt weiß ich auch, was passiert ist. Okay. Oh, ich will das Rennen auf dieser Maschine zu Ende fahren. Ja, ich hab mich aber noch einmal nicht überwunden. Fjalk, sag mal Bescheid, wenn du über Startziel kommst. Jetzt. Jetzt. Okay, gut. Ja. Schauen wir doch mal, ob wir ohne UI den Stormy finden. Ich glaube, ja, das wäre Stormy. Soll ich dafür sorgen, dass das andere Team nicht zu viel gute Vorsprung kriegt? Nein, sowas würden wir nicht machen.
Stormy, das war Rasen? Ja, ja. Ich habe gerade das Benzin umgestellt. Ach, merkt man immer so schön. Ich mach's jetzt aber wirklich ein bisschen. Also Fjall, gleich nicht erschrecken, weil ich jetzt keinen Bock habe, noch eine Runde zu fahren. Ich roll rechts aus. Wo? Wann? Ich komme jetzt auf Start Ziel. Also, Stormy okay. Hat gerade Benzin also, umgestellt. Dann sehen wir uns nicht mehr. Nee, doch, wir wieder? Sehen uns noch. Wir sehen uns von der Kurve. Nee. In der Kurve also, kacke ich immer so ab. Startziel auf dem grünen Bereich. Nicht okay, erschrecken. Dann bleibe ich einfach in der Mitte und hoffe, dass nichts passiert. Ja, aber warum fährst du ja nicht zu Ende? Ja, ich kann jetzt aber im Schalt überholen lassen, dann brauche ich nicht mehr die letzte Runde. Gelbe Flagge! Was ja keiner gehört hat, bevor wir angefangen haben, als sie all darüber unterhalten haben, wie viel sie geübt haben. Und so habe ich gesagt, ich muss nicht üben, ich habe Skills. Zweiter Sieg im dritten Rennen. Jawohl. So. Ja, damit hat Fjallke außerdem jetzt noch die meisten Rennsiege von allen. Ja, und ich bin auf Platz 5. Ja, Volker ist jetzt meilenweit weg, weil die Red Bull sich gegenseitig rausgeschossen haben. Wie ist das nur passiert? Aber auch, ich muss mal eben zugeben, mein Deo versagt. Das ist ein Pokal! Das ist ein Pokal! Erstaunlicherweise bin ich noch vorm Stormy. Noch. Ja, echt? Forke wird knapp. Okay, 118. Fehlen 5 Punkte. 38 Punkte, dann kommst du zur Surfwelt und vergiss es, das holen wir nicht mehr auf. Aber Forke könnte noch McLaren überholen. Ja? Ja, jetzt in Abu Dhabi, Doppelsieg. Im Regen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Ciao.